Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3 Erdbeeriges Tasmanien. Ja, nachdem man ja mich förmlich schon zugespammt hat unter meinen anderen Videos, wann denn wieder Sims 3 käme und ich dieses sehr nervig empfunden habe und euch natürlich diesen Wunsch erfüllen möchte, habe ich mir gesagt, das geht jetzt nicht anders. Ich muss jetzt tatsächlich wirklich wieder Sims nehmen, weil sonst hier wird da noch weiter gespammt und da hatte ich keinen Bock zu. Das war ja schon ein bisschen, ne? Also, ich finde das ja toll, dass ihr Sims 3 mögt und so. Ich mag es ja auch. Aber wenn ich momentan halt einfach eben Bock auf Isaac und was weiß ich, Lego hab, dann ist es halt nun mal so. Dann braucht ihr bitte aber auch nicht unter 10.000 Videos fragen, wann kommt Sims 3? Sims 3? Wann kommt wieder Sims 3? Sims 3! Ja, das ist nämlich ein bisschen anstrengend. Wollte ich jetzt nur mal gesagt haben, aber hier ist hier Sims 3, also dürft ihr gar nicht irgendwie meckern. So, ich habe überlegt, ob ich weiter einrichte, aber ich habe gerade Bock einfach bisschen zu Na spielen. Ich meine, einrichten kann man dann immer noch, aber jetzt will ich erstmal ein bisschen hier. la. Naschta? Jana findet, dass Sie Kitty los mal okay Nikasle? ist. Was? Du findest, Rakhnil. dass ich nur okay bin? Chiakama. Shigi Rashni Oh ja, wir tun ihr von Katzen Numala. vorschwärmen. Weil Jana ja so gerne Katzen mag. Aber Shuma. was könnte man noch? Weeble. Gibbets? Oh, sie mag das tatsächlich. Was? Aber bestimmt, weil sie mich lieb hat und so. Drum macht sie so, als würde ihr das gefallen. Kitty hat Sinn für Humor und immer einen guten Witz auf Lager. Fahre mit der Maus über die Einträge in der Simologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Yeah, ich habe einen Sinn für Humor. Geiler Scheiß. Ich hab Haare und du hast Haare. Hey, ich mach dir eine Grimasse. Ja, die Lulu-Schwestern sind sehr erwachsen, muss man schon sagen. So, jetzt darfst du mir was erzählen. Sinfomor. Ja, du erzählst mir jetzt einen Insider-Witz. Ich hoffe, ich verstehe. Ich hoffe, wir sind schon so Kitty gut Ross, befreundet. Makinasi, me, Bücher Narasida, über Bücher, über Bücher reden. Chilabaka, Normalerweise mag ich ja Bücher auch Nicht, sehr gerne. Zilda, Ashi, Von deinem Magnagi, Haus schwer. Oblaka, Napiatani, Ich schreibe gerne mit Nanavash, Tinte. Ushta, Ich Nebuchoglis, mag Bücher, wenn sie Maktu, aufgeschlagen Yakiraka, sind. Fumalak, Naki, Ich mag immer noch mit Arniki, Tinte schreiben. Alakabreknor, Okay. Cherachuchiaqua, Ein Bücherregal ist auch voll cool, da Kamush, kann man nämlich Bücher reinstellen und Dopinestimo, Bücher mag ich. Also Rugiash, mag ich Bücherregale Ingratinibuf, noch mehr, weil da sind Krugel, noch mehr Bücher drin. Ja, cool, Jagrelic, verstehe ich. Ich mag mein neues, Ixa, unser neues Haus. Ayawada, Es glänzt. Nupa, So. Schön! Ist es nicht fein? Dramatische Geschichte erzählen. Oh ja. Jana, komm, erzähl mir eine dramatische Geschichte. Lasindaven, Nip, Ein Handy. Juxipta Und Ingriaca, dieses Handy war schwarz, mit Apollo, weißen Tasten. Und dann hatte ich zwei Mashtenia, Gesichter plötzlich. Ich Ufla, wusste nicht, welches Gesicht finde ich besser. Kirashi, Und dann kam so ein Pinsel vorbei Kisibaka, und dachte, er muss Kisibaka, muss mir was aufpinseln. Und ich Kisibaka, bin geschwebt. Kisibaka, Und dann bin ich in den Pool Kaliki, reingesprungen, um mir die Farbe wieder abzuwaschen, aber irgendwie war das total komisch. Oh, wow, ja. Oh mein Gott, das hört sich echt dramatisch an. Oh Mann, ey. Haben die jetzt eigentlich schon. Die haben noch gar keine Fähigkeiten, ne? Die lernen jetzt am besten alle beide gleich mal, wie man lesen. Kochen. Okay. So, die Kitty hier hingehen. Was hast du? Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ein neues Haus. Oh, schön. Ja, du kannst mal dein neues Zimmer anschauen. Jana liest ja jetzt eh. Oh, du hast da auch ein Bücherregal. Stimmt. Dann tust du hier am besten lesen. In deinem neuen Zimmerchen. In einem tollen Cupcake-Sessel. Hihi. Kitty Cupcake? Kitty Erdbeer eigentlich, ja? Ach, ist ja egal. Kitty Erdbeer im Cupcake-Sessel. Ah. Mit der Kirsche. Das ist echt ein schönes Zimmerchen. Ich bin ganz verliebt in mein. Was? Was? Du Doofe! Du doofes Weibsbild! Geht's noch? Doofe Kuh. Was? Weh, du gehst jetzt in die Küche. Da wäre ich ausgerastet, wenn die jetzt sich an den Küchentisch gesetzt hätte zum Lesen. So eine dumme Kuh, ey. Ja, gut. Sie wollte halt bei ihrer Schwester sein, ne? Ne? Was anderes ist es nicht. Weh, dir gefällt dein Zimmer nicht. Du, ich hau dich, Tschüss. Ach, wie schön. Ist doch ein hübsches Bildchen. So. Kann man da. Schauen wir mal ein bisschen denen zu. Genau. Genau. Nein. Hallo, runter. Ah ja. So sehe ich die. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch den Kack hier wieder wegkriegen. So. Jetzt kann ich wieder zugucken. Und wie war das mit dem Ausblenden? Egal. Egal, ist so auch schön, ja? Ja, es ist sehr spannend, wie die beiden Lulu-Schwestern hier am Lesen sind. Ich könnte natürlich eigentlich auch vorspulen. Aber ich will nicht, okay? Habe ich hier Lampen? Oh, ich habe keine Lampen in dem Haus. Ups. Okay. Kaufmodus. Schnell einen Schluck schwarzen Tee zur Beruhigung, weil ich so dumm bin. Nein. So. Schwarzer Tee. Ja. Lichter. Wäre doch recht praktisch. Würde ich sagen. So, was nehmen wir denn für Lichter? Die da vielleicht. So, dann haben sie hier gleich einen Tisch, einen Dingens. Beim Lesen. Ist doch nicht schlecht. Hier beim Dingen. Und in der Küche. So. Okay. Und hier in der Eingangshalle. Machen wir einmal hier. Und hier. Und oben. Ja, das ist uncool. Sieht man das eigentlich beim Live-Modus? Leute, kann man das irgendwie wegmachen, diesen doofen Baum? Ich will ihn jetzt eigentlich nicht umstellen. Ich finde den ja eigentlich schön, aber. So, ich glaube, ich habe das Problem erstmal gelöst. Das ist ja schon ein bisschen doof sonst. So, okay. So dürfte es doch gehen. Okay, schön. Jetzt habe ich ihn aber auch ein bisschen weit weg. So, habe ich den jetzt auch so weit weggestellt? Nee, das geht schon, denke ich. Okay, weiter die Lichter. Deko, nein, Lichter. Okay, hier. Ich habe noch gar keine Badewanne, aber ich habe auch keine Tiere, also geht es noch? Ja, da könnten wir auch wieder dieses Licht hier machen. Einmal hier und hier.
Und hier, was möchte ich denn hier? Bad. Ach komm. Passt auch ganz gut. Und Janas Zimmer ist echt noch sehr leer. Da müssen wir mal Deko reinmachen. Ich habe aber ja irgendwo nirgendwo Deko, aber Nachtkästchen und so mal. So, was kriegt sie denn für eine Lampe? Ich finde die Lampe extrem schön, aber ich kann auch nicht überall dieselbe Lampe reinhauen. Ich weiß nicht, ob das schon zu viel für Jana wäre. Ich glaube, das wäre ihr zu viel. Ich bin mir nicht sicher. Schwere Sache. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, klassisch ist gar nicht so schlecht bei ihr. Das könnte ihr vielleicht gefallen, denke ich. Und hier in der Ecke... Da machen wir so ein schönes, über den Schreibtisch machen wir so ein tolles, wie hieß die? Tortenbeleuchtung. Vielleicht gibt es ja eine dazu passende. Ja gut, sonst nicht. Das da vielleicht? Das hier? Ich weiß nicht. Ich bin nicht ganz begeistert von. Das da vielleicht? Soll ich bei allem... Das da vielleicht? Das da vielleicht? Auch dies überzeugt mich nicht. 100 Pro? Was mache ich jetzt hin? Hin? Was ist das da? Oh, nee. Ugh. Das da? Hallo? Hatte ich das hier schon? Ach, ich weiß nicht. Ich will aber was. Es passt nicht. Ich glaube, dann fand ich das da noch am besten. Können auch mal das da, vielleicht passt es besser zum Holz. Gucken wir mal. Dim, dim, tisch. 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 Dim, dim, tisch.